Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Castlevania. Und wir befinden uns jetzt beim letzten Abschnitt des Spiels. Schon. Wow. Ja, ziemlich schnell ging es schon. Und beim letzten Kampf gegen Toad. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich ihn schaffe. Ich meine, ich musste nur noch einmal getroffen werden und ich wäre tot gewesen. Mit einem Energiebalken habe ich ihn besiegt. Das hätte ich im Leben, im Traum, im was auch immer nicht gedacht, ey. Glaubt mir. Auch wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Es... Ja, geil. Ich hasse Phantomfleder, aber also, ich meine... Ja. Das war wirklich Glück, glaube ich. Dass ich Tod so schnell geschafft habe. Aber... Tod ist wirklich ein Witz im Vergleich zu diesem gesamten Level hier. Ich meine, da ist eine Phantomfledermaus. Ducken. Da ist eine... Und wo kommt die überhaupt alle her? Ich meine, hat Dracula die gezüchtet oder was? Oder warum so viele? Ich meine, es ist wirklich nur in diesen Castlevania so, dass hier so viele Phantom-Fledermäuse wohl bemerkt sind. Und jetzt lass mich in Ruhe. So, in diesem Level sollte ich aber echt nichts anderes machen, als einfach nur durchrennen. Durchrennen, durchrennen. Oder um mein Leben rennen, eher gesagt. So, du kannst da bleiben. Und tschüss. So, bloß weg hier, bloß hier, weg hier, bloß weg hier. Schnell in die Tür. Komm, 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 spring. So, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan, Fledermaus. Ich war lieb. So, oh geil, hier fängt der Spaß erst richtig an. So, immerhin habe ich jetzt schon mal Stage 17 erreicht. Das heißt, die Phantomfledermäuse bin ich erstmal los. Und ich befinde mich bei dem, ja, auf den letzten Metern des gesamten Spiels. Und ich habe wieder eine Stoppuhr. Ich glaube, die ist mir gleich sehr nützlich. Wie viel Herzen zieht noch meine Stoppuhr ab? Ich weiß nur sehr viel. Gab's denn nicht irgendwie noch... Ah, falsche Richtung. Gut. Immerhin weiß ich jetzt schon mal, wo es das Roast Beef gibt. Hallo? Es war klar. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Ach geil, das war dumm. Das war blöd. Und ich bin tot. Scheiße. So, komm. Toll. Mein Peitschen-Upgrade erstmal in den Abgrund geschickt. Sehr sinnvoll. Naja. Gut, gut, gut. Ich habe volle Herzen. Ich muss jetzt wirklich nur noch zum nächsten Raum kommen. Dann habe ich den schwierigsten Part des Spiels eigentlich geschafft. Dann fehlt nur noch der letzte Boss. Und der letzte Boss ist ein harter Brocken in diesem Spiel. Ein verdammt harter. Also im Vergleich zu anderen Castlevanias ist er wirklich sehr hart. Und ich muss mich treffen lassen. Und runter, 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 runter. Schnell, schnell, schnell. Go, 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 go. Go, 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 go. So, runter. Nein! Nein! Ah, warum muss... Ach so, ich habe noch Leben? Wo habe ich das denn jetzt her? Verwirrt? Okay. Aber glücklich. Verwirrt, aber glücklich. Oh Gott. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich dachte, ich darf jetzt nochmal diese verdammten Phantomfledermäuse einen Besuch abstatten, aber Gott sei Dank nicht. Gut, kann ich halt nochmal mein Glück hier versuchen? So, und ups! Ja, weg. Gut, Peitschen-Upgrade. Und jetzt durchziehen. Go, 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 go. Runter, 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 runter. Schnell, schnell, schnell. So, euch lasse ich erstmal so. So, gut. Warum? Shit. Okay, wie... Da muss ich echt überlegen, wie ich das... Moment, Moment, genau, ich hätte einfach... Scheiße. Gut, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich weiß, was für ein. Gut, das Ganze werde ich jetzt natürlich ausbessern, hoffentlich. Wow, lass mich in Ruhe. Du auch. Ich habe euch nichts getan. Okay, ich habe eine von euch getötet, aber das gibt euch noch lange nicht das Recht, mich anzugreifen. Ich meine, hallo, ich bin friedlich. Ich bin ein Vampirjäger. Ich muss das tun. Ich... Okay, okay, okay. Das war zu viel, ist gut. So, gut. Abschnitt geschafft. So, komm her, komm her. So, weg mit dir. Gut. Hops. So, gib mir Herzen. Herzen, 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 Herzen. Ich hab's bald geschafft, Mann. Es ist nur noch dieser verdammte Abschnitt, der mich wirklich ankotzt. Oder in diesem Spiel. Oh Mann. Aber wenn ich das jetzt so wirklich mit meinen anderen Castlevania Let's Plays vergleiche, dieses Spiel kriege ich irgendwie schneller durch als die anderen. Woran das wohl liegt?
Freue ich mich gerade wirklich. Ah, ernsthaft. Ah, scheiße. Ah, Futter. Komm. Na, los. Ah, scheiße. Ihr seid zu viele. So, weg hier. Gut, gut, gut. Ah. Nein! Das klappt nicht. Es gibt da doch bestimmt einen Trick. Ich muss da echt jetzt ein bisschen so grübeln, wie ich das am geschicktesten anstelle. Ich meine, ich werde von allem in allen Ecken getroffen. Das war nicht geplant. Ah, das war auch nicht geplant. Ach, leck mich doch. So, hoch, schnell. Simon. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Simon, du bist Vampirjäger. Du und deine Nachfahren. Ihr werdet noch eine lange Jagd nach Dracula haben. Also, gebt dir Mühe. So, hopps. Dich überspringe ich. So, gut. Runter, runter. Oh Gott, bloß weg. Nein! Fällt man einmal runter, ist man tot. Das ist so unlogisch. Ah, Gott, ey. Das Spiel mag mich nicht. Und ich mag das Spiel bald nicht mehr. So, hoch, schnell, go, Simon. Na komm, das schaffen wir. Das schaffen wir, Chaka, wir schaffen das. Ganz ruhig, tief durchatmen. Okay, das war gerade ein Scheißatmen, ich weiß. Egal. Na, eine Stoppuhr, geht doch. So. Gut, 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 ich habe einen Plan, ich habe eine Idee. So, fern... Na, okay, gut, 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 gut. Warum war ich jetzt... Okay, scheiße. Gut, 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 ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab den schlimmsten Part geschafft. Und hoch, 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 bitte, 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 bitte. Ja, ja. Okay. Ich bin beim Thronsaal. Gut, der finale Showdown beginnt. Yes. Wow. So, Crucifix, aber ich bräuchte Weihwasser. Für den Boss brauche ich Weihwasser. Glaube ich, auf Anhieb schaffe ich, glaube es nicht, aber probieren wir es. So. Gut, da erscheinst du, dann machst du so, dann treffe ich dich. Gut, eins. Zwei. So, hier muss alles nach Rhythmus verlaufen und nach Taktik. Gut, dass der nur denselben Schuss hat. Ah, das war zu früh. Egal, ich habe getroffen. Fragezeichen. So, gut, dann mache ich... Okay, das war blöd. Ja, geil, tot. Das war klar. Auf ein neues. Egal, wenn ich jetzt Game Over gehe, es macht mir nichts. Ich starte jedes Mal jetzt beim Thronsaal. Das heißt, der finale Showdown findet hier statt. Gott sei Dank. So. Gut. Gut. Okay. Komm her, Draki, Lu, Ha. Wie auch immer. So, schieß. Gut, Treffer. Da bist du. So. Hey, oh Gott. Manchmal macht er schnell, manchmal langsam. Also, ich weiß echt nicht, wie man hier am besten reagieren soll. Und er erscheint wirklich an blöden Ecken und man sieht's immer erst zu spät, wo er erscheint. So, da hinten. So, Treffer. Und da bist du. Ja, mitten in mir. Du hast doch ein Rad ab. Du hast mir schon so viel abgezogen. Leck mich. Hallo, Dracula. Du hast einen Vollschaden. Und ich will dich auf jeden Fall jetzt besiegen. Ich will dich in deine Schranken weisen, dorthin zurückschicken, wo du hingehörst. Und zwar in die Hölle. Irgendwie so. Oh oh. Und du bist stärker als ich. Das ist unfair. So, gut, 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 gut. So. 11 Weihwasser kann ich benutzen. Das ist nicht gerade viel. Nein, das ist verdammt wenig. Da bist du. So, oh, was? Wie knapp war das? So, gut, Treffer. Ah, die Hälfte, Hälfte. So, unentschieden. Zack. Gut, ich habe ihn auf jeden Fall bald besiegt. Der hat zwei Formen, dieser Dracula. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Also, wenn ihr wirklich glaubt, dass das hier der einzige wäre, das wäre schon ein bisschen leicht. Dachten sich wohl die Entwickler. Ein bisschen zu leicht. Aber die Herausforderung kommt gleich erst. Wobei, ich kenne da so einen ganz kleinen Trick, wie man die zweite Form am leichtesten besiegt. Die richtige Sekundärwaffe dafür habe ich auf jeden Fall. Und ich muss das dann nur noch taktisch anwenden. Ich hoffe, es reichen wirklich 11 Anwendungen dieses
weil was ist? Ansonsten war alles umsonst. Na komm, 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 so, da. Zack, bam. Ich hab dich getroffen, ich hab dich getroffen und wir am Kopf. Aber das Dumme an Dracula ist wirklich, er ist nur am Kopf verletzbar. Irgendwie ein bisschen unfair. Ich meine, man kann ihn auch am Körper eigentlich treffen und... Scheiße. Das war nix. Okay, einmal noch, einmal noch, einmal noch. So. Okay, Kopf ab. So, jetzt geht's los. Jetzt ready to rumble. Und das ist seine wahre Form. Na komm. So, Bams, 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 Bams. Und durch die Verwendung des Zweiwassers kann er natürlich nichts machen. Außer dumm springen und zu hüpfen und nichts zu tun. Na komm, 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 komm. Das ist blöd, das ist blöd, das ist scheiße.